Kalifat war in einer Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nach ihm meine ich, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In einer Zeit, wo kein System für die Regierung vorhanden war. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb und er ließ keine Regierungsform, keine fertige Form, kein System, so soll es sein. Macht mal so, macht mal so, macht mal, wie werden die Leute ernannt? Gibt es Gouverneure? Nein! Abu Bakr Siddiq kam auch in einer Zeit, blieb bei dem Alten, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte. Und er kam auf die Idee, selber jemanden zu ernennen, was er eigentlich, Allahu alam, hat er Befugnis dafür oder nicht, aber er hat es gemacht. Ups! Alhamdulillah ist nichts passiert. Dann kam Umar ibn al-Khattab und er begann natürlich Neues zu erneuern und Strukturen aufzubauen. Und dann hat er natürlich Gouvernance, also Gouverneure gemacht. Und dann hat er Baytul Hisba und er hat dann die Divan gegründet. Und dann begann er Strukturen zu schaffen. Und er war der Erste, der die ersten demokratischen Verfahren eingeführt hat. Nämlich durch Wahlen. 3 Tage. Und er ernannte 6 Leute, die sozusagen in der Lage sind, als Kalif zu sein. Darunter Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf und Uthman ibn Affan. Und er wurde, und die Wahl wurde gemacht. Und so ging es weiter. Bis der Bruch kam. Und der Bruch kam mit Muawiyah. Mit Muawiyah. Und noch schlimmer war das mit seinem Sohn. Beide haben leider einen Bruch in dem umaritischen System verursacht, leider. Muawiyah, der Vater, er hat die zur Monarchie umgewandelt. Und Zayd, wal'iyadu billah, und ich liebe und mag ihn überhaupt nicht. Und nur sein Name stört mich. So einer hat nur noch die Monarchie noch fest verankert. Und die Umayyaden haben dann in dieser Zeit natürlich viel, viel Unheil gestiftet. Natürlich gab es von ihnen auch Gute. So ist es immer. So ist es auch immer. Wie Umar ibn Abdul Aziz zum Beispiel. Und die Abbasiden, die ja danach kamen, die waren auch nicht besser. Denn das heißt ja nur Umayyad, auch die Abbasiden. Waren sie auch genauso zerstörerisch und ungerecht. Von daher, Kalifat ist nichts, ist kein Konzept, was fertig ist aus Koran oder Sunna. Die Verwaltung der Länder ist eine Dunya-Angelegenheit. Und sie hat mit den Religiösen nichts zu tun. Die hat eher mit den Leuten zu tun, die Wissen haben über die Verwaltungsmethoden. Heute nennen wir sie Politik, Wissenschaftler, Soziologen, Denker oder andere, die eigentlich Gelehrten, die auch verschiedene Wissenschaften in sich erworben haben, die in der Lage sind, auch mitzumachen, mitzuwirken. Und von daher, wir haben kein Konzept von Kalifat. Und Kalifat hat ja diesen Begriff hat zwei Benennungen. Es gibt ein fachspezifische, was natürlich auf eine Schablone gebracht wurde. Und es gibt den Begriff Kalifat, in was der Prophet Sallallahu gesprochen hat. Thumma ta'ti khilafatun rashida ala minhaj an-nubuwa. Das ist hier eher linguistisch. Dann kommt eine Treuhandschaft. Eine Treuhand. Das heißt, diejenigen, die dann die Treuhand über die Muslime nennen, die sind rashida, reif. Reife Führer. Aber die Kalifat als System, als politisches System, ist natürlich auch aufgebaut worden im Laufe der islamischen Zeit. Genauso wie bei den Europäern. Sie haben Entwicklungen hinter sich gehabt. Sie haben die aristokratischen Regierungsformen, dass die Aristokraten, die Masse sozusagen regieren in Form von Lobbys. Und dann gab es die demokratische Entwicklung, dass die Demokratie langsam Boden fasst. Und so waren sie auch in Entwicklung. Genauso wie wir Muslime. Eigentlich waren wir früher und geeigneter dafür, dass wir die besten Regierungsformen aufbauen, wenn nur auf die Methoden von Umar
aufgebaut wäre, worden wäre. Also, wenn wirklich das weiterentwickelt wurde nach Umar ibn al-Khattab, das wäre schön. Das Problem, Uthman radiallahu anhu, er war kein starker, ja, er war ein weicher, milder, selbst gegen die Tyrannen, selbst gegen die Putschisten. Deswegen hat er gesagt, ich werde sie nicht bekämpfen. Und das ist eigentlich keine Eigenschaft von einem richtigen Führer. Das war das Problem bei Uthman ibn Affan. Aber er war natürlich ein frommer, tugendhafter, der sich bemüht hat. Ali ibn Abi Talib kam nur in Krisenzeit. Der Arme, der kam nur in Krisenzeit. Er hat nur mit Khawarij und auch mit seinen Schia zu tun, die behauptet haben, sie seien Schia. Und dabei haben sie auch selber seinen Sohn in den Stich gelassen. Denn sie haben ihn zu Karbala geholt. Und als er auf dem Weg war, sie haben die Fersen gezeigt und haben ihn in den Stich gelassen. Steht darüber vieles. Die Kalifat ist ja keine fertige Form, was der Koran oder die Sunna vorschreibt. Der Prophet hat uns keine Rechtsform oder keine Regierungsform hinterlassen. Nichts. Und es ist uns Menschen überlassen, dass wir die Regierungsformen optimieren, verfeinern, Richtung Transparenz, Richtung Gerechtigkeit. Ja, und dass Minderheiten nicht benachteiligt werden, dass kein Zwang gibt, dass keine Zerstörung, kein Unheil, keine Abscheulichkeiten, keine Schändlichkeiten begangen werden durch Gesetzgebung. Und diese Gesetzgebung sind auf Basis der islamischen Werte und Prinzipien. Und das nennt sich heute das Grundgesetz. Bei uns Muslime ist das Grundgesetz der Koran. Er gibt uns aber nicht einzelne Gesetze, außer in paar gezählten Sachen. Übrigens, Al-Halal und Al-Haram sind paar gezählte Sachen. Aber darauf basiert sich sozusagen die Bemühung der Gesetzgeber, dass sie tausende Gesetze entwerfen, die in dem Rahmen sind. Genauso wie in Deutschland. Es gibt ein Grundgesetz. Und die Gesetze, die verabschiedet werden, sie sollen nicht dem Grundgesetz was widersprechen. Und so ist das auch bei uns Muslimen. Von daher, es gibt kein religiöser Staat und wird auch nicht gefordert. Und Theokratie, das ist nicht vorgeschrieben. Und die Religiösen sollen in ihrem Bereich bleiben. Sie sollen in ihrem Bereich bleiben. Und die Politiker und die Regierer sollen aber die Experten der Religion ins Boot mitnehmen, wenn es um Streitigkeiten geht. Wenn es darum geht, dass etwas grenzwertig ist, halal oder haram, damit sie untereinander in Beratungsgremien zu einem Schluss kommen, was natürlich dem Islam entspricht. Ich hoffe, dass die Antwort ausreichend ist. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.